Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für den Donnerstag, den 28.05.2020. Damit den vorletzten Handelstag im Mai, Sell in Mai and Go Away. Sie kennen das Sprichwort, trifft hier offenbar definitiv nicht zu. Unser DAX, der reitet seine Welle, wie als gäbe es keinen Morgen mehr. Da ist auch ordentlich Kraft dahinter. Wellenmaschine namens EZB, FED und wie nicht die ganzen internationalen Notenbanken noch heißen. Also, da kam heute wieder richtig Tobak. Ich glaube, das fing schon in Japan an. Die haben beschlossen, da mehr reinzubomsen, dann da rein, mehr rein, dort mehr rein, mehr Geld, 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 Geld halt, ne? Was passiert, wenn die Geldmenge sich erhöht? Ja, klar, Inflation ohne Ende. Aber natürlich für den Aktienmarkt natürlich, Inflation heißt natürlich auch, dass dort entsprechend Wertzuwächse sind, ne? Sinn und Zweck. Na, Inflation ist ja letztendlich, dass das Geld dann nichts mehr wert wird, ne? Dass die Menge unendlich steigt, aber am Ende das Geld an Wert verliert durch andere Faktoren. Das sind sehr interessant. Ich vermute ja fast immer noch so ein bisschen, dass irgendwie was passiert, mit dem keiner rechnet, ne? Dass statt so einer Hyperinflation einfach eine Deflation kommt. Aber wir gucken mal. Passt jetzt hier eher weniger rein. Bin auch kein Wirtschaftsökonom. Also das sind wirklich nicht meine Themen. Da bin ich nicht zu Hause. Da kann es auch sein, dass ich fachlichen Müll einfach von mir gebe. Deswegen machen wir da einen Haken dran. Auf jeden Fall unser DAX hier weiter im Trend, weiter im Aufwärts. Da hat es auch böses Blut schon. Also was ist böses Blut? Eigentlich nicht, ne? Aber man merkt dann doch schon, dass die Anspannung deutlich zunimmt unter den Leuten halt, ne? Diese Genervtheit langsam immer mehr zunimmt, weil viele hier noch Short drinnen stehen, viele auch Short dagegen stehen, viele Short suchen, viele natürlich mit jeder roten Kerze, die kommt, sofort denken, der geht tief, der geht weit, der erfüllt all ihre Träume und rettet den Arsch, ne? Und dann was kommt, dann beruhigt er sich, der Markt, dann läuft er wieder hoch, dann läuft er wieder zur Seite, dann geht er am Abend wieder seitwärts raus und was kommt am nächsten Tag, ne? Wahrscheinlich wieder ein Aufwärtsgap. Ne? Und sowas, das nervt dann halt irgendwann, ne? In dem Moment, wo man hier nicht richtig long im Trend ist oder es einem schwerfällt und demzufolge wird dann der Umgangston ein bisschen rauer. Das ist aber auch was ich schon immer kenne. Das ist schon die letzten Jahre so. Das sind immer so Phasen halt, ne? Das ist hoch wie runter zu eigentlich recht ähnlich. In der Corona-Phase war es nicht ganz so schlimm. Das kam einfach zu schnell, glaube ich, für viele, aber das ist träge, das ist langsam, das gibt genug Zeit einzusteigen, gegen den Markt auch einzusteigen, genug Zeit Dummheiten zu machen, genug Zeit Stops zu schieben, genug Zeit vielleicht auch mal noch eine Einzahlung zu machen, nochmal was dahinter zu legen. Also so langsam kriegt der Trend schon fast mehr Gefahr nach oben, wie das, was wir im Corona runterzug gesehen haben, einfach weil es da zu schnell ging und gar nicht so viel Reaktionszeit für Fehler auch gegeben hat. Hier wird das jetzt, muss man aufpassen halt, ne? Also wir können das nur jeden Tag immer wieder uns ein bisschen vor Augen holen. Hier, man muss ja echt aufpassen, dass er jetzt nicht nach oben das macht, was er runter zugemacht hat halt, ne? Und der technisch kann er das, hat er ja gezeigt, dass das geht, dass das runter zu geht. Das kann er auch nach oben machen, ne? Dass er jeden Tag einfach Gap weiter, Gap weiter, ne? So in dem Style hier. Wir haben ja bis zu 500 Punkte in den Gaps drin gehabt. Also einfach nur zack, weiter durchziehen, zack, weiter durchziehen, zack, weiter durchziehen, zack, weiter durchziehen, dass er wirklich ein bisschen Strecke auch machen kann. Unabhängig vielleicht auch der wirtschaftlichen Entwicklung, der Insolvenzen und was nicht ansteht, einfach weil diese Geldmenge so groß wird, die da reingeschüttet wird halt, ne? Und die sich irgendwo ihren Weg dann halt da sucht, wo die Rendite zu holen ist, und das ist halt momentan hier. Na, so, das heißt, wir stehen jetzt hier an der Stelle. Die 11.700 Hammer, 12.100, das sind 400 Punkte, das ist nichts, das kann er eigentlich am Donnerstag schon schaffen. Deswegen sollte man zum Donnerstag gewiss mal eine 12 vorne mit auf dem Zettel haben. Ja, wenn unser DAX hier durchzieht, kann er erreichen. Braucht eigentlich gar nicht anfassen, das passt auch so. Das kann er durchaus erreichen, hier 200-Tage-Linie mal anschubsen, um die 12.100 rum, das ist denkbar. Ansonsten haben wir bei 12.830, 12.860 noch ein paar interessante Punkte, dann auch auf den unteren Ebenen. Und ansonsten denkst du immer dran, hier oben hört die Welt nicht auf. Die 12.800 ist dann, sag ich mal,
nach der 12.100. Also eigentlich sind wir jetzt hier an einem sehr wichtigen Bereich, an dem der Markt durchaus drehen kann. Das ist dieser obere Bereich hier um die 11.800, wo wir, da haben wir vorher mal gesagt, ne, in den letzten Monaten haben wir gesagt, dass diese Zone, die ist ja nicht fix, diese Verkaufszone, die kann auch gegebenenfalls hier ein bisschen breiter werden. Wichtig ist, dass die Leute im Gedanken gedreht werden. Und das war was, was heute früh so ein bisschen für Reibung bei uns auch im Chat gesorgt hat, ne, weil ich da auch nochmal darauf hingewiesen habe, dass es fehlt halt, ne, dass die Leute viel zu shortig sind. Dass einfach fehlt, dass noch viel zu viel Fantasie unten ist. Und viele mich dann davon überzeugt haben, dass er doch aber fallen muss, ne? Worum es ja gar nicht gehen sollte, sondern einfach nur die Tatsache oder die Feststellung, dass wenn so viele noch dran glauben, dass er fällt, er einfach meistens nicht fällt halt, ne? So, und jetzt stehen wir knapp gut 250 Punkte über dem Freitagsschluss, ne, über dem Dienstagsschluss. Damit eine starke Tageskerze, die ist potent ohne Ende. Also, ja, müssen wir, ja, also auf Tagesebene müssen wir auf jeden Fall hier einplanen, 12.100. Sollte umdrehen, sollte ab runterkippen, sollte vielleicht sogar einen Abwärtsgap bringen, hatten wir ja letzten Donnerstag auch. Würde ich mir eher vorstellen, dass wir innerhalb der Vortagesrange spielen, also innerhalb der Vortagesspanne einfach zur Seite laufen, hoch, runter, hoch, runter. Oberer Punkt so um die 37, unterer Punkt so um, naja, 580. Ja, vielleicht 580, 600, dass man so zwischen denen dann hin und her springt. Ja, wenn er jetzt so aus dem Tages schaut, das würde dann auch passen. Hier einfach so eine kleine rote Kerze daneben. Ja, gucken wir mal, wie er reinkommt. Dann sollte da schon ein bisschen mehr klar sein. Also, wir gehen noch auf die Ebene. Hier müssen wir bloß aufpassen. Der wird jetzt oben raus nicht mehr brauchbar, der 2-Stunden-Chart. Den haben wir da noch nie genutzt. Den haben wir hier unten genommen. Müssen wir vielleicht wieder auf den 1-Stunden-Chart umstellen. Dafür hat er aber noch viel Saft drauf, der DAX. Also sehr viel Saft sogar. Hat er hier doch ordentliche Tagesspannen jetzt immer noch. Das gucke ich mir in Ruhe mal morgen vor dem nächsten Video an, wenn wir da oben jetzt reinkommen. Dann müssen wir nämlich wieder auf die Stunde gehen oder den 2-Stunden-Chart hier ein bisschen anpassen, weil so brauchen wir nicht weitermachen da. Das macht dann nicht viel Sinn. Das ist zu dicht dann alles. Das ist zu unübersichtlich. Also hier oben jetzt eben, wie gesagt, die 11.830, das wäre noch eine Idee. Ansonsten darüber Eskalation. Na, wenn ich jetzt hier wieder eine Linie rauslösche, könnt ihr euch erinnern, als wir das letzte Mal gemacht haben, dann ist es genau die Linie, die reagiert. Wir müssen hier Platz machen. Ne, deswegen, wir machen das mal so und dann ballern wir jetzt hier noch so die Long-Trigger-Pfeile hin. Und jetzt muss ich bloß doch nochmal was gucken. Hier oben müsste jetzt, hier müsste jetzt, hier müsste jetzt, hier müsste jetzt, hier müsste jetzt nämlich eigentlich, wenn ich so per Auge schätze, müssten hier irgendwie zwei gleich lange Abwärtswellen irgendwo ankommen. Das habe ich 9,36. Bei 9,36 schreiben Sie das ist die mal auf den Zettel. Sollte die kommen und der dort eine rote Stundenkerze hinstellen, legen Sie mal was rein. Ich empfehle Ihnen natürlich nicht, das zu tun, aber ich würde es vielleicht tun. 11,9,36, sowas, das kann manchmal überraschenderweise recht gut funktionieren und sehr viel Schub entfalten. Ja, also 11.936 bisschen auf dem Radar halten. Ansonsten ist auch die 11.830 gut. Das ist eher mehr was. Wenn wir mal so an die letzten Tage denken, was hat der DAX immer gemacht? Der ist immer mit dem Gap direkt in die nächste Widerstandszone reingesprungen. Die ist jetzt bei 11.800, 11.830. Das heißt, wenn wir tatsächlich wieder einen Aufwärtsgap kriegen, ist es wahrscheinlich, dass wir da oben direkt im Gap drin landen. Nicht im Gap drin landen, sondern in dieser 11.830 drinne landen. Das ist an sich erstmal auch eine gute Widerstandszone. Die kann gut nach unten reagieren. Allerdings müsste man schon sagen, ja, dass er da halt auch durchrennen kann. Ne? Also da nicht zu viel Euphorie vielleicht reinstecken in das Ding. Nicht zu sehr gegenhalten. Ja, ansonsten können wir hier unten noch mal ein bisschen was bereinigen. Also wenn er runterkommt, weit ist hier im Bereich um 11.245. Das ändert sich jetzt auch so schnell nicht. Bleibt weiter interessante Rücklaufzone. Das heißt, das können wir einfach hier verschieben. Können wir jetzt hier inpacken. Das ist dann Rücklaufzone. Das ist Rücklaufzone. Das hier unten können wir rausnehmen. Das ist mittlerweile schon fast egal. Und ansonsten müsste man jetzt tatsächlich sagen, sind Rücksetzer halt Kaufgelegenheiten. Zumindest wenn sie wieder nach oben andrehen. So viel Drive, wie der DAX drauf hat, würde ich ihm trotzdem ein bisschen Platz nach unten geben.
Na, also wenn er mal richtig anzieht, wenn er mal durchläuft, wenn er die Intraday-Levos anrennt, diese kurzen, dann glaube ich, wird er sich immer schnell wieder nach oben drehen können und weiter im Trend laufen. Also auch wenn er jetzt zum Beispiel die 11.830 erreicht, ne, mit Aufwärtsgap wäre die 11.720 so ein Unterstützungsniveau halt, ne? 11.720, 11.730. Das heißt, wenn er 11.830 macht und er macht dann die 11.730, dann ist das nicht ein Punkt, wo ich sagen würde, da geht er tiefer, sondern das ist ein Punkt, wo dreht er dann hoch halt, ne? Dann macht er wieder hoch und macht dann, versucht nochmal eine grüne Tageskerze zu retten. Ja, aber wenn er wirklich anfangen sollte, richtig zu fallen und ich sag mal jetzt so unter 600 zurückfällt, unter 580 auch fällt, dann würde ich schon eher sagen, dort mal ein bisschen Platz mit einräumen, dass er das ein bisschen tiefer stechen kann. Und zwar können wir das auch konkretisieren, und zwar Richtung 460. Ja. So, und dann merke ich aber schon, meine Pfeile werden kleiner, die werden punktueller, werden wir doch morgen auf den Stundenchart wechseln. Aber das gucke ich, den muss ich erstmal vorbereiten. Den will ich Ihnen jetzt so unvorbereitet nicht zeigen. Beziehungsweise dauert es halt einfach zu lang, den anzupassen. Ja. Jo, das wären also dann für mich die wichtigen Punkte. Also die 11.580 ist da recht wichtig. Können wir mal das hier ein bisschen wegrutschen hier. Der linkste Fall, der nervt. So, das war hier die Erwartung. Der ist dann nachgekommen, 11.690 hat er erreicht, ja. Also, kriegt man Aufwärtsgap, wahrscheinlich 11.800 oder denkbar wär's, hat er jetzt immer gemacht, kann natürlich auch höher, ne? Also, was meinen Sie, was der für Stress auslöst, wenn er höher reinkommt? 11.850, 11.900, 12.000, stellt sich vor, der macht auf 11.950 auf. Was da alle an Short reinknallen, der rennt der gleich durch bis 12.100, ne? Da hat er das früh 9.30 Uhr, hat er die 12.100 fertig, ne? Wenn er das so macht. Und das kann der Markt technisch. Und in einem Trend ist es halt so, hinten raus beschleunigt, kann er immer mehr beschleunigen und mehr Tempo aufnehmen. Also das ist auch so und so. Also wenn irgendwo eine Beschleunigung stattfindet, dann meist immer hinten raus aus dem Trend. Deswegen planst du da genug ein halt, ne? Also nicht, dass ihr da dann völlig landunter und überrascht sind. Das sind definitiv auch Punkte, wo man was probieren kann. Ne? Das sind alles Marken, wo man was probieren kann. Deswegen sitzen sie nicht zu lang da, ihr Zeug aus, damit sie flexibel bleiben. Na, gehen sie auch mal raus, wenn das irgendwie nicht so läuft, damit sie sich woanders dann irgendwie besser wieder reinstellen können. Ne? So, also das meine Marken auf dem 2-Stunden-Tageschart haben wir schon besprochen. Der ist ja eigentlich nach oben gerichtet. Der sieht eher aus wie Richtung 12.100 und ansonsten wäre nach unten, was hat man gesagt, 5,80, ne? 5,80 eher mehr so seitwärts einzuplanen. Das würde auch auf den Donnerstag ganz gut passen. Also wenn er vielleicht 800, 865 pendelt, kann er sogar auch zwischen 37 und 560 pendeln. Aber wir gucken mal, wie er reinkommt. Ich denke, dann sehen wir mehr. Die 5,80, die ist wichtig. Die 800 ist wichtig. Oben die 69 kann man sich mal auf den Zettel schreiben. War es 69? Doch, ich glaube, es war 69. Ja. Wenn nicht, einfach mal kurz Video ein bisschen zurückziehen. Und ja, ansonsten oben 12.000, 12.100. Bei 12.100 würde ich dann schon sagen, kann man sich vielleicht dann sogar mal gegen den Trend stellen. Ja, dass man vielleicht mal eine vorsichtige Position einstellt, ein bisschen Platz gibt. Na, und 200 Tagelinien, das ist bestimmt was man dann ein bisschen erstmal wieder beruhigt kriegt im Stress, den er momentan hat. Und trotzdem nicht zu groß machen, na, immer bei jeder Position niemals davon ausgehen, dass immer alles klappt. Rechnen Sie bei jedem Trade damit, dass es nicht klappt. Planen Sie das ein, kalkulieren Sie das und machen Sie es nur, wenn Sie es sich leisten können halt. Na, also sonst ist hinterher das Geschrei dann groß. Das müssen Sie bei jeder Situation, die Sie machen, müssen Sie es vorher planen. Jo, okay, damit können wir hier zumachen. Ich drücke Ihnen die Daumen, wünsche Ihnen viel Erfolg und hoffe, Sie stehen Ihrem Kopf, Ihr Kopf steht Ihnen selbst nicht zu sehr im Weg, sodass Sie hier frei agieren können und frei handeln können halt, ne? Weil Bewegung ist ja da, ne? So ist es ja nicht. Gut, Freunde. Also, ich mache aus, wünsche Ihnen was und bis morgen. Morgen sprechen wir uns nochmal. Genau. Bis dahin. Tschö.